Andermatt, 7:30. Der Zeltposten ist schon richtig busy. Und ja, die Sonne ist aufgegangen und heute geht es für mich über den Gotthardpass und den Lofenenpass rüber ins Wallis und von da aus dann weiter nach Westen. Das ist einer der Gründe, warum ich die Tour gemacht habe. Den Gotthardpass wollte ich unbedingt mal selber erfahren und deshalb freue ich mich schon riesig drauf. Die Nacht hat es ziemlich gewittert und geregnet, was aber okay war, da das Gewitter eigentlich für gestern um 16, 17 Uhr angekündigt war. Wenn es nachts regnet, habe ich gar kein Problem damit. Und jetzt ist ja morgen richtig schön klar wieder. Andermatt ist ja von 6 Pässen umgeben. Oder 8, wenn man Guzmania und Klausenpass auch noch dazu nimmt. Der Sustenpass, der Furkerpass, der Grimselpass, der Oberalp, der Gotthard und der Lofenen. Und diese 6 möchte ich ja eben auch alle mal gefahren haben. Letztes Jahr den Oberalp und dieses Jahr die anderen 5. Vor dem Gotthardpass liegt noch Hospental. Ein sehr schönes kleines Dörfchen. Kopfstein gepflasterte Straße. Also der Gotthardpass ist ja schon deutlich weniger befahren als die anderen. Sehr gut. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass da die Autobahn oder die Fernstraße durch den Gotthardtunnel geht und schon mal der ganze Fernverkehr hierüber nicht fährt. Na ihr. Hier teilt sich die Straße. Der Radweg geht nach rechts. Hätte den Vorteil, dass man weniger Verkehr hat. Aber es ist ja eigentlich gar nicht so viel Verkehr. Und er hat Kopfsteinpflaster möglicherweise. Na, das Kopfsteinpflaster ist doch zu grob. Und so schön ist das Tal jetzt auch nicht. Ja, die Motorräder fahren die alte Passstraße. Kann mir recht sein. Hier jetzt der Blick ins Hochgebirge wieder. Praktisch kein Schnee mehr da. So, Lille. Geschafft. Wenn ich jetzt recht sehe, dann ist da das Schild, das ich so sehr liebe. Na, das ging doch jetzt eigentlich ganz lässig hier hoch, den Gotthardpass. Angenehm zu fahren, auch nicht so viel Verkehr, eigentlich sehr wenig Verkehr sogar. Am Wochenende sieht das wahrscheinlich anders aus. Und das Wetter sollte ein bisschen wackelig sein, deshalb ja, auch heute nicht so sehr trödeln. Hier kommt die Tremola hoch. Aber die fahre ich jetzt nicht runter. Wir haben ein erschütterndes Erlebnis. Also ich finde, allein schon wegen dieses Blicks hat sich die Auffahrt gelohnt. Hier die neue Passstraße, die in den Galerien Lawinenschutz runterführt. Und da die Tremola, die alte Passstraße. Wahnsinn. Ja, was für eine Straßenbauingenieurskunst, diese Straße anzulegen. Respekt. Und Respekt vor allen, die da hochfahren. Aber ich radel jetzt erstmal runter, den Gotthardpass runter ins Tessin, nach Airolo und von dort aus dann den langen Aufstieg durch das Val Bedretto, ein wunderschönes Tal, das sich ziemlich lang hochzieht in Richtung Lofenenpass, der mich dann auf 2470 Meter hochbringt. So, etwas dunstig zwar, aber da liegt Airolo und hier sieht man, wie die Passstraße hochgeht.
musste ich gerade von der Straße runter, weil die zu einer Autostraße wurde. Und jetzt habe ich also doch noch die alte Passstraße, ein Stück Kopfschandpflaster. Das ist auch eine Art der Fortbewegung. Ja, das atmet schon italienische Lässigkeit hier. Da sitzen die Leute da auf der Bank, unterhalten sich. Sehr nett. Also ich muss ja gestehen, ich habe das Straßengewirr noch nicht wirklich durchschaut. Es ist unheimlich viel an Brücken und Kurven und Schleifen und Kreuzungen. Ich fahre geradeaus. Der Pass ist offen. Ja, ganz hübsch, dieses Valle Bitretto. Nicht so spektakulär, ist ja auch noch nicht besonders hoch, aber ganz nett anzusehen und angenehm zu fahren. Nun radel ich die ganze Zeit am Ticino, an diesem Flüsschen entlang, der dem Tessin seinen Namen gegeben hat. Und es ist bisher eine sehr angenehme Steigung. Das Dumme ist, es kommen noch fast 1300 Höhenmeter. Und ich schätze, das wird am Ende nochmal richtig gut steil. Ja, ich habe es befürchtet, dass die Steigung noch kommt. Und jetzt in der Mittagshitze, hier so eine sonnenreiche, schattenlose Straße, sich hochquälen. Und weil ich mir vorgestern so die Oberarme, die Arme verbrannt habe, die Unterarme, muss ich jetzt diese ganze Zeit diese Jacke anziehen. Da schwitzt man sich natürlich zu Tode. Ja, es geht stetig bergauf. Aber ich danke Gott, dass es sich bewölkt hat und dass ich zumindest mal diese Jacke ausziehen kann. Tja, also immer wenn es so eine Strecke nach verbrannten Bremsbelägen stinkt, dann weiß man Bescheid. Dann kann man ja ahnen, dass da noch eine sehr lange Steigung kommen wird. Und genau so sieht's aus. Aber was hilft's? Pass ist Pass und oben ist oben. Tja, eben hatte ich noch über die brennende Sonne geklagt und jetzt hat sich so zugezogen. Ich muss mir überlegen, ob ich mir hier in diesem Häuschen einen Unterschlupf suche. Nach einem Blick aufs Regenradar entscheide ich mich jetzt doch fürs Unterstellen und jetzt fängt es auch an, so ganz gut zu prasseln. Vorteil ist, dieser schöne Brunnen, konnte ich mir noch die Flasche auffüllen. So, das rumpelt und poltert da hinten ganz schön. Das ist also ein Gewitter und meine Hoffnung ist, ich habe mich zuerst mal regelmäßig eingepackt, aber der Schauer hat schon wieder aufgehört und ich versuche jetzt dem Gewitter zu entschwinden, sodass das möglichst hinter mir vorbeizieht. Ich hoffe, das gelingt. Denn so auf 2500 Meter im Gewitter, das ist nicht so spaßig. Oh Mann, nicht, dass es hier in den Strommast einschlägt. Oder kurz nebendran. Also ich glaube, ich mache mal die Biege. Das rumpelt schon ganz gewaltig und zwar von mehreren Seiten. Also das ist ja schon eine abweisende, lebensfeindliche Fels- und Geröllwüste. Die Straße, die schraubt sich höher und höher und immer kommt noch eine Serpentine. Hab gelesen, dass der Nofinenpass der höchste befahrbare innerschweizerische Pass ist. Wie dem auch sei, aber meine Beine sind einverstanden mit der Behauptung. So, dem Gewitter bin ich entronnen, dem Regen aber nicht. Jetzt fängt sie ganz gut an zu blästern. Naja, der Spruch von schlechtem Wetter und schlechter Kleidung. Jetzt guck ich mal, was die Regenkleidung hier aushält. Ich hab's geschafft. Jetzt könnte ich viel von der Wasserscheide erzählen zwischen Nordsee und Mittelmeer, aber ich will eigentlich nur noch runter, wo der Regen wenigstens wärmer ist. Tja, die Wettervorhersage sagt mir, dass es jetzt mindestens anderthalb Stunden kräftig regnet. Ich glaube, ich bleibe erstmal hier oben. So, eine Gulaschsuppe für 9,50 Euro. Da ist natürlich der Aussichtszuschlag inbegriffen.
So, das Wetter hat jetzt endlich aufgeklärt und dann sehe ich jetzt zu, dass ich runterkomme. Und hier mal ein Blick zurück, was das für ein Felsmassiv ist, wo sich die Straße hochzieht. Oha, da bin ich wohl nicht der einzige Zelter. Ich habe gerade eben noch gelesen, dass es da wohl ein Pfadi-Treffen gibt. 30.000 Pfadfinder kampieren hier in Obergoms. So, Fazit des heutigen Tags. Was war gut, was war weniger gut? Der Gotthardpass war sehr easy, sehr angenehm zu fahren. Der Nufinenpass, der war hart, war sogar sehr hart. Das hätte ich nicht geschafft, wenn es die Sonne so gebrannt hätte. Das hätte ich auch nicht so geschafft, wenn es schon früher angefangen hätte zu regnen. Ja, ich habe da echt viel Glück gehabt oder viel Bewahrung gehabt, dass es schön bewölkt war, dass ich oben eine Hütte gefunden habe. Ich bin unendlich dankbar dafür. Und morgen wird es einfacher. Da fahre ich hier an der Rhone entlang, die übrigens genau hier am Campingplatz als kleiner Bach vorbeiläuft. Das wird dann sicher easy. Bin mal gespannt, wie das Wetter dann besser wird oder ob es bei dieser Gewitterströmung bleibt. Wir werden sehen.